Ein großartiger Morgen hier in London vor der Tat, auch weil wir so charmanten Besuch haben. Franziska Weber, Tina Dietze, Olympiasiegerin im Zweier-Kajak. Die eine ist Potsdamerin, die andere Leipzigerin. Wie kommt man denn in Leipzig zum Kanu? Ich komme zum Kanu durch meine Schwester. Also meine Schwester hat früher auch Kanu gemacht und da war die Familie halt immer mit am Wochenende, wenn es halt ging, mit unterwegs. Wir waren halt mit Zelten und da wurde ich dann, glaube ich, schon von klein auf, ich konnte glaube noch nicht mal laufen, da saß ich schon im Boot und ja, also halt familienbedingt bin ich damit reingewachsen. Aber das ist ja nur, ich glaube, mit das knüppelharteste Training, das es überhaupt gibt für Sportler. Ich stelle mir das auch gerade im Winter nicht sehr anheimelnd vor, wenn die Havelseen zugefroren sind. Wie sehr muss man sich dann überwinden? Na, die Überwindung ist wirklich ganz groß. Also das ist wirklich nicht schuld. Wenn der Havel zugefroren ist, dann sind wir auch froh, weil dann müssen wir nicht raus. Aber solange das Wasser offen ist, sind wir auch draußen. Und das ist schon nicht so schön, wenn man bei Wind und Wetter da draußen rumpaddeln muss. Aber die Momente werden ja auch entschädigt. Ja, das stimmt. Gestern Gold, Sie waren auch mit im Vierer, der Silber gewann. Was mich ja immer fasziniert, ist die Perfektion der Harmonie von vier Kanuten im Boot. Wie erreicht man die? Na, mit viel Übung. Also man wächst mit dem Mannschaftsboot ja auch auf. Man lernt das Paddeln damit. Und in den einzelnen Booten, ja, man trainiert viele Einheiten zusammen und das schaukelt sich dann irgendwann so ein. Man hört immer von Ihnen, Sie sind wirklich echte Freundinnen. Auch ganz ohne Zoff, aber der bleibt nicht aus. Vor allem, wenn man zu zweit im Boot ist, oder? Doch, der bleibt tatsächlich aus. Ehrlich? Also, ja, wir haben uns, glaube ich, noch nie gestritten. Also wir haben vielleicht mal verschiedene Meinungen, dann akzeptieren wir das halt einfach. Aber wir sind nie irgendwie auf uns gegenseitig böse oder... Und selbst wenn jemand mal kurz böse ist, dann guckt der andere ein bisschen schief und dann muss der andere auch schon wieder lachen und dann ist das alles schon wieder vergessen. Sehr großartig, Kompliment. Ja. Aber ich meine, jeder will doch auch mal in der Perspektive einer fahren. Dann ist ja auch eine Konkurrenz da. Wie geht man damit um? Sicherlich gibt es da auch, also wenn wir einer fahren, dann fährt jeder für sich. Und auch wenn wir dann zu den Qualifikationen an den Start gehen, möchte jeder der Beste sein. Mhm. Da schenken wir uns gegenseitig wirklich gar nichts. Aber das ist von der Startlinie bis ins Ziel so. Und wir freuen uns im Ziel mit dem anderen, wir trauern aber auch mit dem anderen. Okay. Franziska, Sie waren vor den Spielen so nett mit unserem Freizeitsportler Achim Achilles, dem mal zu zeigen, wie man so in so einem Kajak sitzt und paddelt. Da gab es dann auch eine legendäre Kenterrolle. Die war Absicht, oder? Schön wäre es gewesen, wenn wir das geplant hätten. Ich habe wirklich bis zur letzten Minute gehofft, dass ich vielleicht doch trocken bleibe. Aber er hat mir keine Chance gelassen. Er hat uns einfach reingezogen. Der Schlag war auch nicht sehr harmonisch. Ich glaube, der hat sich zur Seite geschmissen, oder? Das Schlimme ist, ja, die Boote sind einfach wirklich extrem wackelig. Sie sind gerade mal so breit wie unser Po sozusagen. Mhm. Und sich da drin zu halten, bedarf doch einer gewissen Übung. Ja, ich habe das auch schon durch und schon mal probiert und bin auch umgekippt. Das ist halt noch viel, viel wackeliger als auf unserem Schiff hier, ne? Ja, in jedem Fall. Wir haben ja auch die beiden Olympiasieger im Kanadier hier. Der Kurt ist hier, die können wir gleich mal dazu holen. Viermal Gold hier an den, der Peter Kretschmer, Kurt Kuschela. Glückwunsch Ihnen allen. Zwischen Ihnen beiden gab es nach dem Gold, finde ich, eine ja, sehr anheimelnde Szene. Den Kuss von Kurt von hinten für den Peter. Das war spontan. Das war spontan, ja, genau. Weil Peter ist einen grandiosen Endspurt gefahren und ich konnte einfach nur super mitfahren. Aber... Gibt's das bei Ihnen auch? Wir kommen ja gar nicht so dicht aneinander ran. Bei uns beschränkt sich es dann doch auf ein Abklatschen. Das geht nur bei den Kanadiern, weil die halt knien, ne? Wer zieht denn da den Endspurt an? Sagen Sie hopp oder legt er einfach los? Nee, wir sagen nicht hopp, weil wenn wir hopp sagen würden, dann würden wir uns auch verraten, dass wir jetzt einen Endspurt fahren können. Da können wir gleich sagen, Achtung, wir fahren jetzt einen Endspurt. Nee, das kommt so, letzten 250 ist bei uns immer die Grenze, so, wo wir sagen, okay, jetzt geht's los. Und dann vom Platz 2 unglaublich schnell nach vorne geprescht. Ein perfektes Rennen für uns, ein toller Abschluss unserer Woche hier vom MoMA-Boot vor der Tower Bridge. 4 Olympiasieger, 3 Potsdamer. 2 Potsdamer, eine Potsdamerin, eine Leipzigerin. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Besser hätte unser Ahoi aus der Olympiastadt gar nicht sein können im ZDF-Morgenmagazin. Viel Spaß noch in London. Dankeschön. Dankeschön.